Hallo und herzlich willkommen zu meinem 19. Tutorial zum Cheaten in Counter-Strike SOS. Heute habe ich mal einen Multigame-Hack für euch, den ihr für Counter-Strike SOS, Day of Defeat SOS und Team Fortress 2 benutzen könnt. So sieht das dann aus. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das so aussieht, und wenn ihr es auch haben wollt, dann seid ihr in diesem Tutorial genau richtig. Als erstes wollte ich noch mal kurz sagen, und zwar, wenn ihr günstige Game Server sucht, dann seid ihr auf www.smartserverhosting.de genau richtig. Dort bekommt ihr günstige Game Server für 75 Cent den Slot. Alles auf 1000 FPS Basis, Web Interface, Fast Download und Unlimited Traffic inklusive. Die Preise sind teilweise verhandelbar, und dort könnt ihr auch gute Angebote, bekommt ihr auch gute Angebote, zum Beispiel 3 Monate im Voraus bezahlen und den 4. Monat geschenkt. So, und dann noch was, und zwar, wir haben jetzt, also für das VIP werden, wir haben jetzt einen VIP-Klienten, und zwar könnt ihr euch den downloaden, registrieren und sonst was für die VIPs. Das Ganze ist jetzt auch durch Hardware-ID geschützt, das heißt, man kann ja nicht einfach mehr weitergeben. Das Tolle am Klienten für euch ist jetzt, dass ihr die Hacks nicht immer einen für den anderen runterladen müsst, sondern der Klient kann automatisch aktualisiert werden, und so spart ihr euch das Geschieß. Jo, für weitere Informationen zu dem Klienten schaut in unser Forum, und zwar unter VIP-Klientvorstellung. Dort könnt ihr auch nochmal alles durchlesen, wie das so ist und wie das funktioniert. Dazu nochmal ein großes Dankeschön an den Peter, und zwar, der hat uns den Klienten gemacht. Für Fragen über den Klienten oder andere Fragen findet ihr ihn auch im TS unter dem Namen dh-coder-peter. Okay, jetzt nochmal zum eigentlichen Hack, und zwar, wenn ihr euch den downloaden wollt, geht ihr auf www. deinhode.de oder .com oder .net, wir haben jetzt alle drei. Ihr müsst natürlich registriert sein, um den Hack downloaden zu können. Wichtig, registriert sein. Klickt auf Downloads, Cheats und auf Deinhode Multigame Hack SE15 VCSS TF2 und DODS. Ihr kommt auch zu dem Hack über den Direktlink in der Videobeschreibung. Wichtig, ihr müsst angemeldet sein, sonst könnt ihr das hier gar nicht sehen. So, klickt dann auf Akzeptieren und dann auf Download. Nochmal kurz was zum Multigame Hack, und zwar, Multigame Hack ist, heißt,
Ihr könnt den Hack für CSS, Team Fortress 2 sowohl wie Day of Defeat Source benutzen. Finde ich ziemlich cool und der Hack geht auch ganz schön ab. So, entpackt den dann mal hier auf dem Desktop und dann habt ihr hier den Ordner. In dem Ordner selber befinden sich jetzt zwei Textdokumente und nochmal ein WinRAR-Dokument. Das WinRAR-Dokument, dazu benötigt ihr das Passwort. Das Passwort findet ihr jetzt in der Videobeschreibung von diesem Video. Videobeschreibung nochmal für alle ist das hier. Das, was unter dem Video steht. Videobeschreibung. Ganz einfach. So. Macht dann hier ein Packen, gibt dort das Passwort ein. Und ist dann gepackt. So, jetzt haben wir in dem Ordner insgesamt 7 Dateien. Einmal About dann Hode, die DLL vom Hack, den Injektor, eine README-Datei, da steht auch nochmal drin, in Deutsch, Französisch und Englisch. Unsere Game-Server, sowohl Teamspeak, Homepage und Forum, seht ihr dann nochmal die ganzen IPs. Dann wird der Community Admin, könnt ihr euch im Forum gerne auch nochmal anschauen, was das ist, was das heißt. Und natürlich wird die VIP. VIP kostet jetzt übrigens 10 Euro, da das, wenn das ein bisschen komplizierter geworden ist. Außerdem hat sich das mit den 5 Euro von Passive Cards gar nicht gelohnt, da es Passive Cards ja nur erst ab 10 Euro gibt. Und ja, 10 Euro ist immer noch günstig. Gut. Wenn ihr den Hack jetzt starten wollt, klickt Doppelklick auf dein Hode Multigame Hack SE15 mit dem DH davor. Klickt da drauf, das Fenster öffnet sich und ihr könnt CSS starten. Es tut mir übrigens leid, dass ich zurzeit wenige Videos mache, da ich selber ziemlich im Stress bin und einfach die Zeit dafür nicht habe. Ich habe es jetzt gerade mal so reindrücken können, also es werden wirklich wenige Videos zurzeit erstmal kommen. Genau. Na ja, gut. Startet also CSS. So, dann sind wir jetzt hier. Ihr seht gleich, ob der GD injected hat oder nicht. Hier oben im Fenster. Dann steht hier folgendes. Compatible not found. Counter-Strike Source. Je nachdem, ob ihr jetzt Counter-Strike Source spielt, Team Fortress 2 oder Day of Defeat Source, steht ihr dann das andere. Ja. Mal sehen. Okay. Wie ihr wisst, ich habe ja inzwischen selber 4 Game-Server. Ein DAS2-Server, Gun Game, einen Surf-Server und einen Shell-Server. Schaut da mal vorbei. Vergewissert euch vorher aber wegen den Regeln, ob ihr da überhaupt hacken dürft oder nicht. Sonst werdet ihr gebannt. So. Als erstes stelle ich euch mal kurz das Menü vor. Und zwar öffnet ihr das Menü erst wieder mit Einfg. Einfg, ganz wichtig. Und könnt es dann mit dem Pfeiltasten bedienen. Drückt dann nach rechts, könnt ihr den Aimbot einstellen. Aimbot macht auf 1, Aimspot auf 12, bei CSS jedenfalls auf 12. Wenn ihr Day of Defeat Source spielt, müsst ihr es auf 14 machen. Und wenn ihr Team Fortress 2 spielt, dann müsst ihr es auf 0 machen. Das ist jeweils dann der Kopf, also bei CSS auf 12. Autoshot 1, Anti-Aim. Anti-Aim brauchen wir hier nicht. ESP, Enemy Only, Name, Health Box, Speed und Recoil. Wenn wir reinmachen, Speed und Recoil ist das, damit die Waffe nicht verzieht, sondern genau auf einen Punkt schießt. Wenn ihr die Sachen auch rausmacht, dann wackelt es bei euch nicht mehr. Das Wackeln kommt durch Speed und Recoil. So, Crosshair könnt ihr reinmachen. Und dabei Misc macht ihr Bunny Hop, Auto Pistol. Anti-Aim brauchen wir ja auch nicht. Anti-Aim steht auf dem Kopf, wenn ihr gegen andere Cheater spielt. Ist ziemlich gut, dann treffen die schlechter mit ihrem Aimbot. Spinbot, dann dreht ihr euch so schnell. Dann Bypasser, braucht ihr SV-Cheats.
dann bei euch auf 1 und Speed. Unten könnt ihr noch das Menü verstellen. So, um das Menü zu minimieren, könnt ihr jetzt, drückt ihr einfach wieder 1 und ihr könnt eigentlich gleich loslegen. Leider finden sich gerade keine Spiele hier auf meinem Server, nur auf dem Surf-Server. Bloß auf einem Surf-Server kommt es jetzt nicht kacke, wenn man hier jetzt hacken würde. Na gut, gehe ich mal kurz auf den Server. So. So, dann mal probieren. Nicht wundern, wenn ich aufnehme, drifte immer ein bisschen schlechter, weil meine Grafikkarte nicht die beste ist und dann immer leicht überfordert. Und so dann. Naja, seht ihr schon, trifft eigentlich sehr gut. Und ja. Ja, ich hoffe, der Hack wird euch gefallen. Abonniert, kommentiert, tut positiv bewerten. Werdet VIP. Jetzt natürlich, wie ich schon gesagt habe, mit dem Klienten. Also ziemlich cool die Sache. Nochmal ein großes Dankeschön an Peter. Ja, das war's. Man sieht sich.